because the theory of Foucault is that the teachable body is that. Jetzt habe ich den Text vergessen. He is talking about. Ich bin Christina Nemetz, ich bin Mitglied bei SV Damenkraft seit in der Besetzung August 2003. Bodies which were created by the disciplinary power are continuing on with their march all over the planet. Although the disciplinary societies don't exist anymore. Ich heiße Katrina Daschner und bin Künstlerin und Performerin. Nicht nur bei SV Damenkraft, aber in letzter Zeit viel mit SV Damenkraft. Und as we know, as Foucault says, ich heiße Jean Müll. This teachable body is drilled and individualized the society and the bodies through a process of naturalization, which didn't root them in a circulating network of relations, but put the body to the gesture. Also ich heiße Sabine Marte, bin Videoartistin, Musikerin bei SV Damenkraft und bei der zweiten Band Pendler. Das Ganze hat dann auch noch zu tun mit Schulpolitik, mit Medizinpolitik, Militärpolitik und so weiter. Aber das ist SV Damenkraft. Ja, wir erklimmen hohe Berge und sind polymorph pervers, zum Beispiel. Polymorph pervers. Kann ich auch zustimmen? Polymorph pervers haben gescheite Nudeln und für R. Und viele Dutteln. Was heißt Polymorph pervers? Das ist ein Begriff aus der Psychoanalyse. Den hat Freud geprägt. Und das ist der Körper, also das, eigentlich hat das nur auf ein Kind bezogen, ich würde es aber auf erwachsene Menschen auch beziehen, also die sozusagen ihre sexuelle Ausrichtung noch nicht so festgelegt haben, beziehungsweise einfach freilassen. Also das kann ich alles anmachen. Mann, Frau, Katze, Motorrad. Let's go, 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 SV Damenkraft umfasst vieles, unter anderem Sexverein, Sportsverein, Sexual Diversity, ja, Sexual Thinkverein, Marity, Stickverein. Sticken ist sehr wichtig. Sticken ist total wichtig. Sticken auf dem Sofa. Sticken ist total weiblich. Nee. Ja. Nee. Voll nee. Fett. Nee, Sticken ist männlich, weil das ja irgendwie in Systemen geht. Na, und du penetrierst den Stoff mit der Nadel, das ist absolut männlich. Also das ist absolut männlich, das Sticken. Also wir besetzen das Neue sozusagen. Ja. Deswegen haben wir auch große Nudeln. Nudel bekennen. Ja. Aber wir sind eine Performance-Band, um das auch noch zu beantworten. Also die Bezeichnung, die halt mit minimalem, brachialen, technoiden Sound, ganz viel Performance, expliziter Performance, ganz viel Stimme, eine Show bestreitet. Everybody's just in jail. I'm constantly under blackmail. Wakeable female and male. For whom I'm writing this mail. You fucker! Are you doggy bone? Your flying stone. You fucker! Are you doggy bone? Ja, und vielleicht was auch ist, also weil wir sind ja alle sehr beschäftigt. Also wir sind jetzt nicht so eine klassische Probenraumband. Also wir treffen uns nicht jede Woche zweimal, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten eher wirklich auf konkrete Auftritte oder so wie diese kleine Tour, die wir gemacht haben. Also da arbeiten wir dann drauf hin, machen neue Stücke.
treffen uns, also wir haben ja auch nicht einmal einen Proberaum, wir müssen uns dann irgendwo einmieten oder wir treffen uns in der Wohnung, weil das geht, bei elektronischer Musik braucht man eben kein Schlagzeug oder so. Ne? Und ja, das ist, glaube ich, auch irgendwie, also eben, das ist der Unterschied. Es gibt auch da irgendwie eine konstante Weiterentwicklung, ne? Eben nicht nur jetzt Auftritte, als erstens einmal in unterschiedlichen Kontexten zu spielen, also jetzt nicht nur klassische Konzerte zu machen, sondern einfach auch in andere Räume zu gehen. Und jetzt zum Beispiel auch die Idee der Weiterentwicklung, jetzt einmal keine klassische Konzertstruktur zu haben, sondern zum Beispiel sowas mal wie eine musikalische Revue zu machen, wo wir jetzt uns einmal das Thema Orlando nehmen und dann das mit dem Begriff Queer verbinden und das jetzt zum Beispiel als Projekt jetzt auch mal machen wollen. Was mir noch in den Sinn kommt, ist es, also dieses Warum oder so diese Motivation sozusagen. Wie gesagt, eine jede hat sozusagen die Erfahrung als einzelne Künstlerin oder Theoretikerin oder DJ oder Musikerin sozusagen zu arbeiten. Und für mich war es auch ein großer Wunsch, eben erstens mit mehreren zusammen was zu tun, mit Frauen was zu tun. Und ich finde es ein sehr, sehr starkes Medium. Also so eine Band kann ich auch für mich als ein sehr starkes Medium bezeichnen, mit dem du in einer Live-Performance einfach unglaublich viel darstellen kannst. Also du hast ja, du hast eben die Performance, du hast die Texte, du hast den Sound. Du bist live an einem Ort, wo eine Ansammlung von Leuten ist, ja, wo du eben diese Show aufführst. Du bist eben nicht alleine, also das, was du da an Bildern sozusagen kreieren kannst auf einer Bühne, also was da möglich ist, das war für mich einfach wichtig mal zu tun, ja, also einfach, was man damit sozusagen als Bilder kreiert. Everything. What? That body is feeling.